Guten Tag, herzlich willkommen hier auf meinem kleinen Kanal. Der Ära ist wieder da. Willkommen zu einem neuen World of Tanks Video. Und alle, die jetzt auf das Thumbnail gedrückt haben und gesagt haben, boah, jetzt gucke ich mir ein schönes CS53 Replay an, die sehen jetzt mich im KV4. Wie kommt das, Herr Kommandant? Ich habe einen kleinen Vorfilm zusammengestellt, damit die Leistung des Elderganskis im CS53, die wir uns danach angucken, immer noch ein bisschen besser kommt. Wer das jetzt hier nicht sehen will, muss ein Stück nach vorne spulen, weil wir fangen an mit meinem KV-4. Es ist ein 9er Gefecht, Angriff in Erlenberg. Und ja, ich mag mein KV-4, ich gebe das ehrlich zu. Ich finde tatsächlich, das ist eine richtig schöne Bude für Stufe 8. Ja, Mobilität ist ein anderes Thema. Da ist es ein bisschen kompliziert, aber ansonsten mag ich meinen KV-4. Die Panzerung kann tatsächlich ein bisschen was ab. Die Kanone mag ich sehr, weil die halt nicht so dürbig ist wie die anderen russischen Kanonen, sondern tatsächlich gute Charakteristiken hat. Durchschlag ist gut. Ich kann auch mit dem Alpha und der Feuerrate gut leben. Also, ich habe hier einen T-30. Mein Plan war, ich bin ein Heavy, ich verteidige die Stadt. Und jetzt erstmal so ein bisschen den traurigen Anfang ein wenig darzureichen. Fangen wir damit an. Also, ich habe beschlossen, ich nehme mir hier diese Hausecke. Dann werde ich mich hier so ein bisschen hinwinkeln und dann werden wir mal gucken, ob wir, wenn da jemand durch die Gasse kommt, das Feuer eröffnen können. Mit einem T30 an meiner Seite, denke ich, ist das ganz cool. Da kommt ein Tiger 2. Ich bin natürlich zu langsam. Jawohl. Das sind die Reflexe eines alten Mannes, meine Damen und Herren. So sehen die aus. So muss das gehen. So läuft das. Ihr seht, der Elder ist in seinem CS53 ein bisschen nach links gefahren auf die Hügelflanke und ist da ganz allein. Was er da so treibt, das schauen wir uns dann gleich als nächstes an. Und da kommt er. Der absolut ultimative Endboss des Spiels, BZ-176. Großartig. Welch große Freude, ein Panzer, den diese Welt und dieses Spiel einfach überhaupt nicht gebraucht hat und den Wargaming doch für sinnvoll erachtet hat. Da kommt ein Contra Caro, hier ist jetzt alles da, hier freut sich alles, was Rang und Namen hat, ist jetzt hier an dieser Stelle. Ihr seht schon, der T30 hat sich zurückgezogen, da ist der BZ-68. Der penetriert mich auch, ohne mit der Wimper zu zucken, aber der hat auch ein bisschen einen besseren Winkel, das muss man ehrlich festhalten. Ich kann jetzt einfach nur hier bleiben. Mein Ziel ist es, die Leute hier aufzuhalten. Plus, ich habe einen Elder draußen auf dem Hügel. Ja, BZ-176 hat seine Dürbschelle auf mich geschmissen. Also mein Plan ist es einfach, die Gegner hier aufzuhalten. Einfach aufhalten, aufhalten, aufhalten. Und guck mal, was da los ist. Der T30 hat sich zurückgezogen. Vielleicht hätte ich mich auch zurückziehen müssen, aber der Vorteil beim KV-4 ist, Entscheidungen, die man in diesem Fahrzeug trifft, die sind penetrant und permanent. Boah, tja. Und dann stehst du hier, das Gold fliegt in großen Mengen. Und mein Ziel ist es einfach nur, Gegner aufhalten und noch ein bisschen Schaden anrichten. Viel mehr Optionen habe ich nicht. Immer nur die Seite in einem guten Winkel anbieten. Viel mehr Optionen bleiben mir nicht. Der Tiger 2 kommt. Der Tiger 2 kriegt noch eine schöne. So, was machen wir mit dem Contra Caro da hinten, mit dem SMV? Mal schauen. So, jetzt gucken wir mal. Der SMV bauen sich. Boah, ich bin auch gebounced. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber guck mal, was hier los ist. Guck mal, was hier los ist. Aber die Gegner bluten ohne Ende dafür, dass ich hier stehe. Und das ist das große Geheimnis. Der BZ-58 ist nicht weitergekommen, hat einen besseren Winkel, aber es reicht nicht. So, jetzt habe ich mich mit der Kanone vertan. Wie gesagt, Ziel ist es immer nur, und jetzt kommt der Endboss, jetzt kommt der 176er. Freunde, das Sonne und der 68er penetriert mich frontal. So, und an der Stelle kann man sagen, boah, hier neuer Beitrag für traurig, witzig, tralala. Aber schaut euch das an, was hier steht. Ein Tiger 2. Wir haben hier ein BZ-176, BZ-68, Contra Caro 67, Tiger 2, 53 DP und ein T-103. Und jetzt schalten wir direkt aus diesem wunderschönen Stadtstudio darüber, guck mal da, zum Genossen Elderganski. Der tatsächlich so ein Stück weit davon profitiert hat, dass der Großteil der Gegner hier in der Stadt ist. Ein bisschen mehr Feuer von hinten wäre halt nett gewesen, ist aber nicht. Der T30 hat sich rechtzeitig zurückgezogen. Vorteil beim KV-4 ist, Rückzug ist keine Option, man ist eh zu langsam. In diesem Sinne, wir schalten um und schauen mal, was der Elder währenddessen gemacht hat. Jetzt sind wir im richtigen Fahrzeug. Elderganski im CS-53. Polnischer Medium, Stufe 8 im 9er Gefecht. Erlenberg, alles schon erzählt. Der hat relativ gute Munition. 300 Schaden, 212 Durchschlag, mit der Heat 290 Durchschlag. So, und ihr seht, ich ziehe mich langsam und wirklich langsam in die Stadt und versuche da die Feinde aufzuhalten.
was mir nur mäßig gelingt. Ja, deswegen habe ich den Alter mit. Ihr seht jetzt auch, warum meine Siegesrate nicht so schlecht ist. Man kann selber in der Stadt so einen Scheiß machen wie ich, wenn man dann so einen Elder Jansky dazu hat, der die Kohlen aus dem Feuer holt. So. Also Elder fährt, wie haben wir alles schon gesehen, brauche ich gar nicht viel zu erzählen. Er fährt hier auf die linke Flanke, fährt an den Hügel und versucht jetzt als allererstes erstmal irgendwie klarzukommen. Punkt 1 ist, Elder ist alleine. Er hat hinten noch ein paar TDs. Der kann Arwen in seinem Heavy fährt zum Campen ganz nach hinten. Naja, hätte ich in der Stadt auch ganz gerne gesehen, so ein Kanarvin. Und jetzt ist erstmal die Frage, was ist da auf dem Hügel los? Ist da was los? Erstmal hochfahren, erstmal schauen. Ja, und da ist auf jeden Fall irgendjemand, weil der Elder Jansky ist aufgegangen. Das sagt schon mal viel aus. So, da weiß man schon mal erstmal ein bisschen mehr. So. Da seht ihr in der Stadt das Objekt 77. Auf der rechten Flanke meinen KV und den T30. Und wir versuchen da unser Ding zu machen. Und dann guckt der Elder mal ein bisschen über den Berg. Und da sind meine ganzen Freunde. Ihr kennt sie alle schon aus dem Vorfilm. Wir schauen mal. Da sind sie. Tiger 2, Panda Caro. Und da ist der T103. Und der kriegt eine. Sehr schön. Oh, Arnie fährt mit. Sehr gut. Und der Theodor 3 bounced auf den CS53. Hier habe ich schon ein paar Mal festgestellt, dass der CS53 durch den Winkel, den er vorne dran hat, durchaus relativ bouncy ist, wenn man ihn von vorne beschießt. Und außerdem ist es eine Winterkarte und der Elder hat einen Weihnachtspulli an. Also ganz ehrlich, was soll denn da noch schief gehen, Freunde? Was soll denn da noch schief gehen? So, jetzt gucken wir mal. Da ist er wieder, der Theodor 3. Beide schön daneben geschossen. Denn der Elder ist halt relativ allein auf weiter Flur. Das muss man einfach mal festhalten. Das ist halt ein bisschen ärgerlich. Und ihr seht, wie ich da gerade in den Klump geschossen wäre. Und wie man mir da gerade meine ganzen Hitpoints wegtut. Das ist ein bisschen ärgerlich. Das ist wirklich ein bisschen ärgerlich. Das Mäuschen, jawohl, das steht gut. Ja, gut, am Ende ist es eine Verteidigung. Da kann man durchaus auch sein Heavy. Ich mache dann auch ein bisschen Tigerschaden. Ja, Plan war tatsächlich, die Gegner mehr hier in der Lücke zu halten. Hat nicht funktioniert, aber das ist gut. Und den T103 erstmal die Kette abgeschossen. Das ist gut. Penetration negative, Freunde. Wenn Arnie das sagt, läuft das gleich ganz anders. Noch hält sich der KV auf ihr, ihr seht's. Aber jetzt kommt der Push der BZ-Geschichten und jetzt ist gleich vorbei. Jetzt geht bei mir gleich die Lampe aus. Und wenn ich bei mir die Lampe ausgeht, ist das meistens der Moment, wo der Elder Jansky anfängt, richtig loszulegen. Ihr seht, bis jetzt ist nicht viel passiert. Er hat die ganze Zeit schön daneben geschossen. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber das ist nun mal der Lauf der Welt. Und jetzt bin ich raus. Und jetzt kommt der Push. Jetzt kommt der große Push. Und jetzt zählt's. Jetzt zählt's. Jetzt kann man hier wild ernten. Jetzt ist DPM König. So, mal schauen. Ja, der Winkel stimmt nicht. Da ist die Hügel. Das Ding ist ganz schön flach, fällt mir gerade auf. Ich habe den CS53, glaube ich, noch gar nicht. Ich bin, glaube ich, noch beim 7er. Also, beziehungsweise habe den 7er durchgespielt und habe dann aber den nicht gekauft. Und da geht der Contra Caro raus. Sehr gut. Contra Caro ist weg. So, jetzt der T103. Komm. Oh! Kanone! Jetzt wäre es drauf angekommen. Es steht schon 3:5. Ihr seht. Hier ist noch nichts gewonnen, jetzt aber. So, T103 ist raus. Jansky ist aufgegangen, aber das ist jetzt erstmal egal. Ja, ich hätte wahrscheinlich meinen KV4 ein Stück weiter hinten positionieren müssen. Dann hätte man das hier viel eher machen können. 50 TP nicht getroffen, das ist ärgerlich. Und jetzt gehen sie alle zu. Na, das ist ja grandios. Na, das ist das, was du jetzt brauchst. Ja, da braucht man zumindest, das Spot muss da sein. BZ176, komm. Da ist was, da ist was. Jansky! Da lassen wir den 50 TP raus. Tja, und Elder hat schon 3 Kills. Der räumt hier alles ab, was durch die Mitte kommt. Aber er hat halt den Vorteil, dass er hier auf dieser Flanke einfach überhaupt nicht angegriffen wird. Er hat die ganze Flanke für sich. Die Gegner sind definitiv sind welche da, aber keiner hat beschlossen, irgendwas gegen den Jansky zu unternehmen.
Und das ist natürlich grandios. Jetzt haben wir den kompletten Vorstoß in der Stadt komplett zerledert. Und hier auf der Flanke, da stehen bestimmt noch Leute. Ja, genau, da ist der Saladin und Co. Aber Saladin ist relativ in Klump geschossen. Und niemand traut sich, etwas gegen den Jansky zu unternehmen. Und das macht es relativ entspannt. So. Jetzt ist der Saladin auch raus. Und auf einmal dreht sich das ganze Spiel. Es dreht sich. Da hinten fährt ein Huri auf unseren T-44. Jetzt hat sogar der Carnarvon seine Eier gefunden, um es mal nett zu formulieren. Und er versucht jetzt auf diesen Hügel anzufahren. Aber 8-6. Wir sind hitpointmäßig ein Stück weit hinten. Aber das ist ja nur eine Momentaufnahme. Das kann ja alles Mögliche bedeuten. Aber wer auch immer hier diese Flanke bespielt hat, hat sich komplett dadurch foppen lassen, dass der Elder hier steht. Und die stehen tatsächlich, wenn da oben jemand steht, steht er die ganze Zeit da oben und hat nichts gemacht. Steht einfach nur rum. Na super. Es ist ein S1. Sehr gut. Also der ist tatsächlich jetzt schon auf der Flucht, ohne irgendwie ins Gefecht gekommen zu sein. Das ist natürlich immer das Beste, was einem passieren kann. So. Scharfe Tour ist down. Und da ist noch ein Skorpion auch noch. Guck dir das an. Tja, und Jansky hat schon mitgekriegt, dass die Lage quasi im Zentrum gerade problematisch ist. Kuri pusht. Tja. Aber wenn die Flanke vom Gegner mitgespielt hätte und den Elder hätte nicht so in Ruhe wüten lassen, wäre es wahrscheinlich ein bisschen anders gelaufen. Mal schauen. Egal, Skorpion ist raus. Und jetzt zieht sich der Jansky hier mal langsam Richtung Stadt. Den scharfe Tour. Tja, 304. Okay, ist raus. Sonst hätte das mit der 300 Alpha-Kanone hätte das alles sein können. Vom Kill bis steht da und schießt dir seinen Clip ins Gesicht. Ist da alles möglich. Und der Elder geht eine Runde baden. Das ist tatsächlich im Winterpulli nicht zu empfehlen. Der läuft ein. Das kann man jetzt, tatsächlich sollte man das nicht so oft machen. Aber das ist, wie es ist. Ist ja Janskis Pulli. So, 53 TP hat kassiert. Und der Jansky setzt die Flanke an. Flankenmanöver läuft. Und der Vorteil ist, die Gegner müssen ja angreifen. Und jetzt kann man hier... Knock, knock. Indienpanzer. 53 TP raus, Indienpanzer raus. Knock, knock. Freunde, knock, knock. Kori ist noch. So. Und uns fehlt noch ein Udes. Der wird auch da irgendwo hinten rumgammeln. Sehr schön. Huri kriegt noch ein schönes Ding verpasst. Okay, Udes ist definitiv da hinten. Knock, knock, komm. Genau an der Hauskante. Stehen geblieben. Sehr schönes Ding. Aber das sind doch die ganze Zeit die Low Rolls hier am Start. Das müssen wir auch mal festhalten. Ist auch die letzte Minute. Das heißt, jetzt müssen wir hier mal ein bisschen aufräumen. Cappen ist für den Gegner nicht mehr möglich. Aber der Udes steht. Der Udes steht. Der Udes kann schauen. Aber Elder hat halt auch noch ein paar Punkte. Der kann zur Not ja auch noch mal einen fressen. Wenn es nicht ganz furchtbar läuft. Da ist der Udes. Da ist der Udes. Und da kriegt der Udes. Take this. Ja, jetzt kannst du dich hier 1v1. Nimmt er den Udes noch raus, hat den kompletten Spot noch. Und der Huri ist auch raus. Und mit 14 Sekunden auf der Uhr ist das der Sieg. Und ich zeige euch mal die Auswertung von dieser Runde. Denn ich finde, die Auswertung kann sich durchaus sehen lassen. Das ist ein Panzerass. Das waren 2985 Schaden, 7 Crits, 4 Kills, darunter die ganzen Tankdestroyer. Und ja, da schauen wir mal rein und dann werden wir feststellen, 1218 Base. Damit kann man schon ein bisschen angeben, das ist schon echt okay. Mein KV4, guck mal, ich bin gar nicht so mies rausgekommen aus der Nummer hier mit meinen, wir können ja mal nach EP, dann bin ich im KV4 Fünfter geworden. Das ist okay, das kann man machen. Lässt neu dir durch. Na okay, was auch immer das für ein Panzer ist, sehe ich gerade.
Ja, also, rum wie Numm. Der Elder Jansky hat 18 Mal geschossen, 13 Mal getroffen, 12 Durchschläge. Elder hat gerade kein Premium. Das ist ein bisschen ärgerlich und hat trotzdem 79.000 Credits plus gemacht. Darf man nicht vergessen. Wäre mit Premium, die Rechnung kann nicht stimmen, mit Premium hätte er weniger gekriegt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Keine Ahnung. Also, rum wie Numm. Viel entspannender ist noch, dass er noch 1200 Schaden Assist gemacht hat, vor allem dann hinten raus auf den Udis durch den Spot, wo dann alle nochmal den Udis abfarmen könnten. Und wenn du solche Leute auf der Flanke hast, dann kannst du es in der Stadt manchmal auch sehr schön verkacken. Trotzdem gehört es dazu. Ich wollte es euch zeigen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, hat euch ein bisschen unterhalten. Ich habe immer noch ganz viele Leute, die hier zuschauen, ohne ein Abo dagelassen zu haben. Es tut mir leid, wenn es euch nicht gefällt. Aber wenn es euch gefallen sollte, Leute, ein Abo wäre total lieb. Also das wäre total nett, würde ich mich drüber freuen. Einen Daumen nehme ich auch. Und ansonsten macht euch einen geilen Tag. In diesem Sinne, ciao, ciao, der Ära.